In diesem Video stellen wir euch die E3-Auftritte der beiden großen Namen Square Enix und Ubisoft vor. Beide präsentieren ihre neuen Titel am Montagabend und haben mit Sicherheit das ein oder andere Highlight parat. Zuerst meldet sich nach 3 Jahren Pause Square Enix mit einer eigenen Pressekonferenz zurück und die verspricht einige potenzielle Hochkaräter. Darunter befindet sich Dragon Quest 11, welches am 4. September in die Läden kommen soll. Ebenfalls im September, am 14., soll mit Shadow of the Tomb Raider der dritte und letzte Teil der Reboot-Reihe erscheinen. Düsterer und schwerer soll es dort zur Sache gehen. Nachdem letztes Jahr mit Life is Strange Before the Storm ein Prequel zum ersten Teil der Reihe erschienen ist, könnten wir dieses Jahr auf der E3 mit Life is Strange 2 mit einem Sequel von Teil 1 rechnen. Der Erfolg von Avengers Infinity War wird dieses Jahr wohl von keinem Film mehr übertroffen. Es wäre also durchaus denkbar, dass Square Enix das im Januar 2017 angeteaste Avengers-Spiel auf der E3 präsentiert. Das Marvel-Franchise ist aber nicht die einzige Zusammenarbeit mit Disney und Square Enix. Seit Jahren warten die Fans von Kingdom Hearts auf einen dritten Teil der Reihe. Aber dieses Jahr könnte das Warten endlich ein Ende haben. Neben den bekannten Disney-Charakteren wie Mickey Mouse oder Donald Duck wäre es auch durchaus denkbar, dass Star Wars einen Platz in Kingdom Hearts finden könnte. Ganz heiß erwartet sind auch Neuigkeiten zum Remake von Final Fantasy VII. Bereits 2015 wurde es auf der Sony E3-Pressekonferenz angekündigt und seitdem bekamen wir eher bruchstückhaft neue Informationen zu dem ambitionierten Projekt. Neben der jährlichen Tanzeinlage der Just Dance-Reihe hat Ubisoft jede Munition zum Verballern. Mit Skull and Bones fährt Ubisoft schwere Geschütze auf hoher See auf. Hier könnt ihr ähnlich wie in Assassin's Creed 4 Black Flag mit eurer Piratencrew große Seeschlachten im Indischen Ozean austragen. Und auch zu Assassin's Creed wird es wohl neue Infos geben. In einem ersten Teaser-Trailer hat man schon angedeutet, dass Assassin's Creed Odyssey im antiken Griechenland spielen wird. Bekannterweise spielen Assassin's Creed und Watch Dogs im selben Universum. Fragt man den KI-Assistenten Sam aus dem Ubisoft-Club nach Watch Dogs 3, antwortet er: Watch Dogs 3 ist noch nicht fertig, aber der letzte Bild ist bereits sehr stabil. Das Entwicklerteam vollführt Wunder. Ich kann es kaum erwarten, dass du es ausprobierst. Also erwartet uns eine Ankündigung zu Watch Dogs 3 oder ist das nur ein Marketing-Gag? Ganz sicher kein Marketing-Gag war die letztjährige Ankündigung von Beyond Good and Evil 2. Nach langer Wartezeit wurden die Fans endlich erlöst und vielleicht sehen wir auf der E3 erstes Gameplay-Material und sogar ein Release-Datum. Ebenfalls dürfen wir uns auf einen zweiten Teil von The Division freuen. Ubisoft hat bereits angekündigt, dass sie wieder auf die Snowdrop-Engine setzen werden und dass mehrere Ubisoft-Teams involviert sind. Ob sich die Battle Royale-Gerüchte rund um The Division 2 bewahrheiten, wird sich zeigen. Angeblich steht uns auch eine Ankündigung zu einem neuen Spiel der Splinter Cell-Reihe bevor. In Ghost Recon Wildlands ist Sam Fisher bereits als DLC erschienen und auf Amazon gab es auch schon einen Eintrag für ein 2018 erscheinendes Splinter Cell-Spiel. Bereits auf der letzten E3 wurde Starlink angekündigt. Seitdem haben wir wenig gehört von dem Toys to Life-Spiel. Hierbei kann man seine Mini-Raumschiffe, die auf dem Controller befestigt werden, in die virtuelle Spielwelt bringen, ähnlich wie in Skylanders. Ende Juni erwartet uns der Donkey Kong DLC zu Mario Rabbids. Vielleicht überrascht uns Ubisoft mit einem weiteren Crossover mit Nintendo. Erwartet ihr den Release-Termin von Kingdom Hearts 3 und sehnt ihr euch auch nach dem Final Fantasy VII Remake? Oder rufen eher die Ubisoft-Fortsetzungen Vorfreude in euch hervor? Schreibt's uns in die Kommentare und schaut auch in unsere anderen E3-Videos.